So, herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich mache hier immer noch, wie schon in der letzten Folge begonnen, die lebensgefährliche Expedition auf der Suche nach Sachen. Ich weiß selbst nicht, wonach wir suchen. Vielleicht ein NPC-Dorf oder so. Wahahaha. Der Dschungel ist gleich vorbei. Der Dschungel ist gleich vorbei. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich, ehrlich gesagt. Da habe ich ein wenig Schiss. Habe ich denn Erde dabei? Ja, habe ich. Ups. Naja, so geht's auch. So. Denn es geht hier natürlich auch ums Überleben. Oder vor allen Dingen ums Überleben. Und dem Überleben gegenüber ist es sehr schädlich, wenn man stirbt. So, da vorne geht's raus aus dem Wald. Jetzt hier bloß nicht irgendwo runterknallen, das wäre richtig ärgerlich. So, einmal ins Wasser und dann wieder raus und schon sind wir in einem... Wow. In einem anderen Biom. Das sieht mir sehr nach einem Auenland, wie ich so gerne nenne, aus. Wobei, wenn man auf die Minimap guckt, oben rechts, dann sieht es bis jetzt eher aus wie ein Golfplatz und was erspähen meine Augen? Ich halte es im Kopf nicht aus. Und hier sind Hühner for free. So. Einmal die Wings von Kentucky. So. Und dann geht's ab ins NPC-Dorf. Finde ich ja richtig, richtig cool, dass wir hier einfach ein Dorf finden. Das ist zwar nicht sehr groß, aber wer will sich schon beklagen? Ah, guten Tag. Kann man mit dir tauschen? Wie wäre es denn damit? Die Geräusche. Naja, gut. So, ich wollte nur mal ein bisschen Quatsch machen. So, hauen wir mal die Karotten hier aus dem Feld. Die gehören jetzt alle uns. Haha. So. Oder sollen wir hier hinziehen? Finde ich eigentlich auch immer ganz geil, wenn man selbst auch in einem NPC-Dorf wohnt. Sollen wir hier hinziehen? Oh. Hallo, kann man mit dir tauschen? Nee. So. Ja, ist halt die Frage. Was ist denn hier? Warum läuft denn hier Wasser aus? Seid ihr eigentlich blöd? Hä, warum läuft denn hier Wasser aus? Wo kommt denn das her? Was? Hä? What the fuck? Das hat ja gar keinen Ursprung, kann es sein? Oder ist das hier etwa der Ursprung? Wie jetzt? Naja, ganz komische Sachen hier auf jeden Fall. Ja, oder sollen wir uns hier hinbegeben? Mit unseren Bequemlichkeiten. Ich bin mir nicht so im Klaren. Eigentlich ist es hier schon irgendwie geil und wir sind ja auch nicht weit weg von unserem Strandhaus. Ist ja einmal quer durch den Dschungel und schon sind wir wieder da, ne? Und man darf auch nicht vergessen, mittendrin liegt ja noch unser markierter Punkt mit dem geilen Ort. Da. Ihr wisst schon, wo. Ich meine. So. Machen wir hier gerade mal das ganze Weizen weg. Also Hungersnot haben wir auf jeden Fall nicht mehr. Ich wäre fast schon dafür, dass wir jetzt erstmal hier bleiben bei dem Dorf und hier ein bisschen ausbauen. Finde ich eigentlich immer ganz geil.
wenn man einfach in so ein Dorf mit einzieht. Ich meine, die Bewohner hier sind ja auch sehr nett. Und haben sogar eine Schmiede. Und Öfen, in denen sich nichts befindet. Und eine Kiste. Oh ja, sehr... Wisst ihr was, die Sachen habe ich gerade mal drin. Den Panzer ziehe ich an und den Beinschutz und das gleich auch mal drin. Alter, das sind ja hier Schätze, die man hier findet. Boah. Dann Obsidian und Diamanten. Geil. Was machst denn du hier oben? Was ist denn da hinten los? Ach, da ist ein Lavabecken und da brennt es jetzt drumrum. Okay. Verstehe. Das ist auf Minecraft ist das normal, so etwas. Das ist, ja. So. Dann machen wir mal Folgendes. Und zwar sind unsere Randfelder auch noch ab. Damit sich's auch rentiert. Oh ja, das ist gut. Ich glaube, hier ziehen wir mit ein, weil die haben ja richtig schön viele Felder auch. Da brauchen wir keine Hungersnot mehr fürchten. Lavabecken haben wir direkt um die Ecke. Können wir also auch praktisch ein Portal bald bauen, wenn wir Bock haben. Das ist doch alles möglich. So, die Lee. Dann hauen wir hier noch gerade das Weizen weg. Und die ganzen Samen natürlich auch. Und dann schauen wir mal. So. Dann schauen wir uns mal die ganzen Häuser an. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Okay, hier ist gar nichts drin. Einfach gar nichts. Die sind ein bisschen eingebunkert. Oh, ich wollte nicht stören. Aha. Ja. So, was gibt es denn hier drin? Nichts. Das ist auch sehr geräumig, das Häuschen. Und hier vorne. Falsch rum. Hier vorne. Ein kleines Tischchen immerhin. So. Da geht zwar ein Weg lang, aber der hört dann einfach auf, ne? Wollen wir was tauschen? Smaragd, weißt du was? Kriegst eine Feder. Ja. Ah. Naja. Dann schauen wir mal weiter. Es gab ja noch ein paar Gebäude, die ich noch gar nicht angeguckt habe. Zum Bai-Spiel. Oh, es wird Nacht. Na gut, macht ja nichts. Wir haben ein Bett dabei. Dann legen wir uns halt schnell schlafen. Sag, was soll das denn hier mit dem Wasser? Ich verstehe das nicht. Ist doch ein Fehler vom Map Generator, oder? So. Ich penne heute Abend mal hier, weil hier gerade keiner drin zu wohnen scheint. So, ein bisschen Licht können wir uns schon machen. Und dann gute Nacht. Bis morgen. Achso, ja, schönen guten Morgen. Liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? So. Überall Hühner. Pferde, jawoll. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde die Pferde gar nicht so toll auf Minecraft. Aber natürlich werden wir auch ein Pferd zähmen. Das gehört ja schließlich dazu. Dafür haben wir auch die 1.6.2-Version. Dass wir auch Pferde mit dabei haben. So, da waren wir ja schon, das war ja unsere Schmiede. Und hier waren wir auch schon und hier ist das Dorf dann auch schon vorbei. Okay, gut. So weit, so gut. Dann pflanze ich gerade mal die ganzen Samen hier ein. So. Und dann verweilen wir erstmal hier zu Gast bei Freunden praktisch. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Zusammen mit den NPCs lässt sich da bestimmt ein schönes, geregeltes Leben führen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Auch wenn die natürlich ihr komisches... Ja, die führen so ihr eigenes Leben, leben so in ihrer eigenen Welt irgendwie, die NPCs. Sehen auch alle gleich aus. Das ist natürlich
wenn man eben keine anderen Menschen um sich rum hat, dann ist das natürlich immer sehr schwierig. Ja, ein schweres Thema auf jeden Fall. Tack, 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 tack. Ich finde die Felder der NPCs immer sehr schön gemacht, ehrlich gesagt. Ist jetzt aber nicht dein Ernst, ne? Ach so, ich hatte... Na gut. Dann komm mit. Kommst du? Hallo? Ich hatte Samen in der Hand, drum ist mir das Huhn gefolgt. Na? Interessiert an den Samen? Willst du meine Samen haben? Dann wisst ihr was? Dann machen wir hier gerade mal einen kleinen Stall hin. Ja, ich weiß, ihr wohnt hier und so weiter. Aber Hühnchen wohnt jetzt mit euch. Freut euch. Ach, und weißt du was? Diese Eier, die ich dabei habe, die können wir ja auch mal gerade versuchen. Schade. So, Hühnchen. Hergekommen. Du gehst nicht mit raus. So. Zu die Tür. Und damit bleibt Hühnchen auch schon hier. So, die können ja auch raus. Das ist natürlich scheiße. Warum laufen denn da Zombies rum? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht wissen. Naja. Jedenfalls machen wir jetzt erstmal hier ein Karottenfeld hin. So. Und nebenan kommen da mal Kartoffeln hin. Und so können wir so einiges Schönes anpflanzen. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Zack, 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 da, 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 da. Ist jetzt hier nicht das Spannendste, aber die Felder mache ich natürlich aus dem Grunde, damit das Zeug nachwächst und wir es schon mal reinhauen können. Rein in unsere Plauze praktisch. So, hier war noch ein Feld, ne? Na gut, das machen wir mal später. So, ich guck mal gerade kurz auf der Minimap. Da drüben ist eigentlich, ich habe schon eine ideale Location, wie man ja heutzutage sagt. Heutzutage ist ja alles Location für unser Häuschen entdeckt. Und zwar einfach mal hier so hin. Ne, so zwischen die zwei Wege, die kann man dann schön verbinden hier. Und dann wäre das super. Ich habe nur leider keine Sachen dabei. Ich bin so schlau. Gut, wir machen mal das folgende. Habe ich den Kohle dabei? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ist ja klar. Gut, 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 gut. Wir gehen mal zur Schmiede. Die war ja hier hinten, wenn ich mich recht entsinne. Ich entsinne mich nicht recht. Dann war sie wohl in die andere Richtung hinten. Ah, super. Das Dorf ist auch irgendwie komisch, ne? Das ist so völlig in die Länge gezogen. Bisschen seltsam. Aber gut. Ach, hier drüben ist auch noch ein Feld. Kommt, das machen wir jetzt gerade auch mal voll. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. La 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 la. La 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 la. So. Und dann, Kohle haben wir natürlich nicht, stimmt ja. Ich, Dummerchen. Ja, dann nehmen wir jetzt mal Holz, ist mir jetzt auch gerade völlig egal. Und dann machen wir uns ein paar Ofenkartoffeln. Und wir gehen in der Zeit mal auf Holzsuche. Während ich mich erstmal mit Karotten satt esse, Moment. Yum, 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 yum. Lecker. So. Lecker Karotten. Das passt. Und dann können wir endlich wieder losziehen. Ohne auf den Hunger achten zu müssen. Einfach mal wieder Richtung Dschungel. 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 War natürlich eine Anspielung auf dieses Junge, Junge. Kommt denn ihr eigentlich die ganze Zeit her? Etwa von hier. Mich dünscht es sei so. Oh Gott. Ich muss hier weg. Fuck, 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 fuck. Schwert kaputt.
Schwert kaputt, Schwert kaputt, Schwert kaputt. Shit, 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 shit. So, ich versuche ihn jetzt mal rauszulocken, denn dann brennt er. So zumindest der Plan. Aber er kommt, glaube ich, gar nicht erst raus, ne? Trifft er mich? Er sieht mich auf jeden Fall. Aber er kommt tatsächlich nicht raus. Unglaublich. Also, wie gesagt, die Mobs sind schlauer geworden und das war gerade der lebendige Beweis dafür. Ich mache mir hier mal so Schutzbunker. Oh. Aua. Ganz ehrlich, jetzt gibt's einfach mal. Uff, die Fress. Oh. Ja, das ist jetzt natürlich die beste Idee, wenn meine Maus hängt. Oder liegt das sogar an Minecraft, dass die Maus hängt? Irgendwie, weil ich konnte zwar gerade die Maus nicht bewegen, aber es hat sich ja auch nichts getan im Spiel, so. Also ich wurde auch nicht abgeschossen. Ach, das war's schon. Na super. Aber ich glaube, ich habe gerade Kohle entdeckt, genau. Und das ist natürlich schon mal eine feine Sache. Die nehmen wir glatt mal mit. Dann können wir... Na gut, die Ofenkartoffeln braten macht jetzt keinen Sinn mehr. Die haben wir jetzt schon. Aber wir können die Hühnchen braten. Beispielsweise. So. Die Kohle bitte. Die Kohle bitte. Und die Kohle bitte. Die Kohle bitte. Hallo. Die Kohle bitte. Und die Kohle bitte. Und die Kohle bitte. So. Gut. Eine Spitzhacke ist durch. Gut, jetzt müssen wir die Steine nehmen. Da hilft jetzt alles nichts mehr. Die Holzspitzhackenzeit ist also schon vorbei. Und dann nehmen wir hier gleich nochmal Steine mit. Alter. Die Maus macht sich manchmal einfach selbstständig. Muss ich echt mal schauen, dass die nicht so Sachen macht. So. Nehmen wir noch ein paar Steine mit. Falls die Spitzhacke mal kaputt geht, können wir gleich eine neue machen. So. Das wird natürlich auch wieder abgebaut. Und ich erinnere mich, ursprünglich wollten wir einfach nur Holz holen. Es ist schon fast wieder Nacht. Das ist natürlich super. Jo, 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 oh Gott. Oh. Eine kleine Schlucht. Warum nicht? Gut, das ist natürlich schön. Dann haben wir hier gleich noch mehr zu tun. Ach, ist ja geil. Ist ja richtig geil. Leider kein Holz zu sehen. Wegen, ihr wisst schon, Minenschächten und so. Da gibt es ja auch meistens schöne Sachen zu entdecken. Aber gut. Wir kloppen erstmal wieder Holz ab. Axt haben wir jetzt momentan keine. Macht ja nichts. Wir haben's ja. Und dann machen wir uns vielleicht mal demnächst ein eigenes Haus und müssen nicht bei den NPCs in den Häusern da, ja, hausieren. Ja, ist vielleicht das falsche Wort. Um Asyl bitten, sage ich jetzt einfach mal. So. Die Maus bringt mich zum Verzweifeln. Zack. Ein bisschen Holz muss sein. Und dann wächst die Bude von ganz allein. Ein bisschen Holz muss sein. Ein bisschen Holz muss sein. Oh, oh yeah. Jo. Weg damit und weg damit und weg damit. So. Ich zerklatsche jetzt hier nochmal ein bisschen den Baum. In der Hoffnung. Alter, das nervt so mit der Maus. Dass er mal Setzlinge fallen lässt. Dam, dam, dam.
Oh, hier liegen sogar welche rum. Jetzt hier, Maus, Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Ach, ich mach's jetzt mal kurz im Touchpad. Die Folge ist ja eh gleich vorbei. So, waren das jetzt auch die richtigen. Oh. Scheiße. Ich sollte ins Bett und zwar schnell. Scheiß Maus. Ich brauch dich doch jetzt. So dringend. Mach keinen Scheiß. Alter Schwede, das mit der Maus nervt vielleicht. Oh. Ich komm gerade nicht klar. Ich schon, aber die Maus nicht. Das ist gerade mein Problem. Okay, der hat ein Loch gesprengt. Ist mir aber auch gerade ehrlich gesagt egal. Ich möchte nur schlafen gehen. So. Machen wir hier gerade mal zu. Und wehe, jetzt kommt hier. Du kannst nicht schlafen. Was ist denn mit der Kack-USB-Maus gerade los? Ich verstehe es nicht. Moment mal kurz. Ah, da ist sie wieder. Kurz zumindest. Stellenweise. Mein Gott, ey. Ich verstehe es nicht, aber muss man dann immer alles verstehen? Naja, wir sperren uns hier mal kurz ein, dann schlafen wir halt nicht, wenn Monster in der Nähe sind. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock hier mit dieser nicht funktionierenden Maus auf den größten Beef. Und deshalb, ja. Oh, ein Creeper. Und deshalb bleiben wir jetzt halt erstmal so hier drin. Ah, es ist unglaublich, was wir gefunden haben. Also nicht schlecht. Ja, und dann setzen wir uns hier hin, essen noch ein paar Karotten zum Einschlafen. Ach, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es hoffentlich wieder Tag ist. Bis dann, Freunde.